Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu Hause am Bildschirm zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Ostern. Dieser Sonntag heißt traditionsgemäß der Sonntag vom guten Hirten. Sie werden schnell merken, wieso. Wie behütet uns Gott? So fragen wir heute. In einer Welt, die wahrhaftig an vielen Orten kein Bild von Geborgenheit abgibt. Wir wollen uns trotz all dem anvertrauen, von dem es im Wochenspruch heißt: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. So liebevoll, wie er sich in seiner Jugend um seine Schafe gekümmert hat, empfand sich der spätere König David geborgen bei Gott. Und deshalb hat er den berühmten Psalm 23 geschrieben, den ich nun gern vielleicht sogar mit Ihnen beten möchte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns mit Freuden sein.
Steht bei Johannes im 10. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe also nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ja ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Auf das Evangelium möchte ich gern antworten mit einem moderneren Glaubensbekenntnis. Lasst uns beten. Ich glaube, dass du ganz anders bist, Gott, als wir denken. Dass du dich niemals festschreiben lässt in eine Gestalt, in ein Bild. Ich glaube an dich, heilige Kraft, die Vater und Mutter für uns ist in Weisheit und Güte. Und dass uns Leiden und Not nicht trennen von dir. Ich glaube, dass du Erde und Himmel geschaffen hast. Das Weltall mit Sonnen- und Planetensystemen. Und dass du Weiterleben schenkst, auch wenn wir es nicht sehen. Ich glaube an Jesus von Nazareth, den Menschen deiner Liebe, der aus dir und in dir lebte und lebt, deinen Sohn, unseren Bruder. Maria hat ihn innig vereint mit dir geboren, in Liebe und Treue zu dir. Und zu uns Menschen ist er am Kreuz gestorben. Er wurde begraben und du hast ihn aus dem Tode geweckt, in unvergängliches Leben mit dir. Ich glaube an den Heiligen Geist. Schöpfer der Liebe. Ich glaube, dass du unsere christlichen Kirchen verwandeln und heiligen willst. Dass du unsere offenen Herzen erwartest, damit diese Erde bewohnbar bleibt. Ich glaube an die Gemeinschaft aller, die dich unter vielen Namen suchen, denn du bist göttliche Fülle. Du willst uns heilen und sammeln. Ich glaube, dass du uns unbedingt annimmst, als Kinder, ob Frau oder Mann, ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich. Ich glaube, dass du die Schulden vergibst, die Sünde heimatlos machst im Leben. Ich glaube, dass du uns durch den Tunnel des Todes in Leben und Freude rufst, für immer. Amen. Als zweite Lesung, als Epistelbrieflesung, hören wir einen Abschnitt aus dem ersten Petrusbrief im 2. Kapitel. Er ist zugleich die Grundlage der Predigt. Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand,
der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Worte der Heiligen Schrift. Guten Tag, ich heiße Andreas Finz, ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Dresden. Vor 7 Jahren, also mit 23, bin ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Mein enger Freund Uwe Liebald hat mich gefragt, ob ich die heutige Predigt halten möchte, und das tue ich natürlich sehr gern. Der heutige Predigttext kommt aus dem 1. Petrusbrief. Das Thema des 1. Petrusbriefs lautet: Vom Leiden zur Herrlichkeit. Vom Leiden zur Herrlichkeit. Der Apostel Petrus schrieb diesen Brief an Christen, die unter schweren Verfolgungen litten und so durch große Nöte und Anfechtungen gingen. Sie mussten lernen, was es bedeutet, an einen unsichtbaren Messias zu glauben, dessen Friedensreich noch in der Zukunft liegt. Und das ist eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Lektion, die auch wir lernen müssen. Und davon wird es im Wesentlichen abhängen, wie gut wir durch die Krisen unseres Lebens gehen werden. Aktuell erleben wir, dass die Sicherheiten, an die wir bisher so felsenfest geglaubt haben, beginnen sich aufzulösen. Die deutsche Wirtschaft, die die Grundlage unseres Wohlstands ist, ist schwer angegriffen. Ich kann das in Dresden sehr gut beobachten. Der Tourismus ist komplett zusammengebrochen. Die Gaststätten sind geschlossen, die Hotels können keine Gäste mehr aufnehmen, kleine Läden wie Souvenirläden müssen schließen. Auch der Flugverkehr ist komplett eingestellt worden. Die größte deutsche Fluggesellschaft, Lufthansa, verliert 1 Million Euro pro Stunde. Das sind etwa 300 Euro pro Sekunde. Das ist richtig viel Geld. Aber auch der Einzelhandel und der Mittelstand bzw. Kleinunternehmen geraten in Existenznöte und müssen staatlich gerettet werden. Die Zentralbanken weltweit drucken das Geld, das die Regierungen dazu benötigen. Und da stellen wir uns natürlich Fragen. Wird mein Geld in einiger Zeit überhaupt noch etwas wert sein? Wird es vielleicht zu einer Hyperinflation kommen, wie das in der Weimarer Republik 1923 schon einmal passiert ist? Wir fragen uns, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Wie sicher ist meine Gesundheit? Werde ich in der Zukunft meine Rechnungen bezahlen können? Werde ich mein Haus abbezahlen können? Werde ich mein Auto abbezahlen können? Werde ich meine Familie versorgen können? Wir sehen, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und wir alle stellen uns die Frage, wo kann ich in dieser Zeit Sicherheit finden? Und damit möchte ich gleich zu meiner Hauptbotschaft dieser Predigt kommen. Sie ist nur 5 Worte lang. Aber wenn Sie auch alles vergessen, was ich hier sage, hoffe ich, dass Sie sich diese 5 Worte merken können. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Letztendliche Sicherheit ist nur in Gott zu finden. Sie ist nicht zu finden in Regierung. Sie ist nicht zu finden in Versicherung. Und sie ist auch letztendlich nicht in Menschen zu finden. Denn diese Dinge sind schwach und vergänglich. Letztendliche Sicherheit ist allein in Jesus Christus zu finden. Denn er ist der Schöpfer der Welt. Er ist der allmächtige Gott, der allein die Macht hat, dem Sturm zu befehlen, sei still. Und der Sturm muss gehorchen. Das kann keine Angela Merkel, das kann kein Gesundheitsminister, das kann kein Robert-Koch-Institut, das kann auch kein Psychologe
und kein Psychiater. Diese Autorität und diese Kraft hat nur Gott allein. Und so kommen wir zu den Bibelvers, den ich gern mit Ihnen gemeinsam betrachten möchte. Das ist der 25. Vers im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefs. Dort steht geschrieben: Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gingen, jetzt aber seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gingen, jetzt aber seid ihr umgekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Gott vergleicht uns in der Bibel sehr häufig mit Schafen, weil wir, genau wie Schafe, die erstaunliche Fähigkeit haben, in die Irre zu gehen. Und deswegen brauchen wir, genau wie Schafe, einen Hirten, der unsere Seele hütet. Und dieser Hirte ist Jesus Christus. Er ist der ewige Gott, der Mensch geworden ist, um uns zu erretten. Er spricht selbst von sich, wie wir bereits gehört haben: Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe. Und auch Jesaja hat schon 800 Jahre vor Christus, also vor etwa 2800 Jahren, vorhergesagt, dass der Überrest der Kinder Israels, der in der Zukunft zum Glauben an den Messias Jesus kommen wird, sagen wird: Kulanu katson ta'inu, ish ledakor paninu, va Adonai hifkia bo edavon kulanu. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr lud unser aller Schuld auf ihn. Jesus Christus ist Mensch geworden und ist in die Welt gekommen, um stellvertretend für unsere Schuld, die wir vor Gott haben, zu sterben. Genau das hat auch Johannes der Täufer gesagt, als er sagte: Siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Vers 25: Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt seid ihr umgekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Zeigt uns eine zeitliche Abfolge. Der erste Teil des Verses ist in der Vergangenheitsform geschrieben und der zweite Teil des Verses ist in der Gegenwart geschrieben. Es gab eine Zeit, in der die Christen, an die Petrus geschrieben hat, in die Irre gegangen sind, und es gibt jetzt die Zeit, wo Jesus Christus der Hirte und Hüter ihrer Seelen ist. Und die Frage stelle ich mir auch: Bin ich umgekehrt? Ist Jesus Christus der Hirte und Hüter meiner Seele? Zu welcher dieser beiden Gruppen gehöre ich? Gehe ich in die Irre oder ist Jesus mein Hirte? Im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, in Vers 4, sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und hier sehen wir, dass Jesus die Beziehung der Gläubigen zu ihm vergleicht mit der Beziehung, die er zum Vater hat. Und so frage ich auch ich mich: Zu welcher der beiden Gruppen gehöre ich? Gehöre ich in die Gruppe, die in die Irre geht? Oder gehöre ich in die Gruppe, deren Hirte und Hüter Jesus Christus ist? In Johannes 10, Kapitel 4, sagt Jesus von sich selbst: Er geht vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Und so frage ich auch ich mich: Folge ich Jesus Christus nach? Kenne ich seine Stimme? Ein paar Verse später, im gleichen Kapitel, Johannes 10, Vers 14 und 15, sagt Jesus von sich selbst: Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und hier sehen wir, dass Jesus die Beziehung zu uns Gläubigen vergleicht mit der Beziehung, die er zum Vater hat. Es ist eine ganz enge Beziehung. Und da frage auch ich mich: Habe ich diese enge Beziehung zum Vater, von der Jesus hier spricht?
Im darauffolgenden Vers, Vers 16, sagt Jesus: Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafherde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Hier sehen wir also, dass die Herde in der Zukunft noch wachsen wird und immer größer wird. Gehöre ich dazu? Wie werde ich, bildlich gesprochen, ein Schaf? Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber diese Frage stellt sich, weil es auch zur damaligen Zeit Menschen gab, die felsenfest davon überzeugt waren, eine enge Beziehung zu Gott zu haben, zu denen Jesus aber sagt: ihr seid nicht meine Schafe. Und von diesen Menschen lesen wir wieder ein paar Verse später im Johannes Kapitel 10, die Verse 24 und folgende. Da umringten ihn die Juden, und die Juden sind im Johannesevangelium ganz häufig die Schriftgelehrten und die Pharisäer, also die wirklich Geistlichen, die Theologie studiert haben und das eigentlich wissen müssen. Und die sprachen zu ihm: Wie lange hältst du unsere Seele in Zweifel? Bist du der Messias? Sag es uns frei heraus. Und Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Denn die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Ich lese diesen Vers nochmal vor, das ist der Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben gesagt: Ja, ich bin beschnitten am achten Tag nach dem Gesetz Moses, und deswegen bin ich ein Kind Gottes. Und so denken auch wir heute: Ja, ich bin getauft, vielleicht nicht am achten Tag, aber trotzdem bin ich durch die Taufe ein Kind Gottes. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben gesagt: Ja, wir stammen von Abraham ab. Wir sind Söhne Abrahams und deswegen gehören wir zu Gott und sind Kinder Gottes. Und so denken auch wir manchmal: Ja, ich bin getauft, ich bin möglicherweise christlich getraut, vermutlich werde ich christlich bestattet werden. Und genau deswegen bin auch ich ein Kind Gottes. Aber Jesus ist von diesen Dingen überhaupt nicht beeindruckt. Er sagt: Ich kann aus diesen Steinen Söhne Abrahams machen. Das ist nicht die Frage. Ja. Jesus möchte wissen: Glaubt ihr? Und er sagt: Ihr seid nicht von meinen Schafen, weil ihr nicht glaubt. Und da stellt sich nun die Frage: Ja, was haben denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten nicht geglaubt? Sie haben zum einen nicht geglaubt, dass Jesus der verheißene Messias ist, dass er von Gott in die Welt gekommen ist, um das messianische Friedensreich aufzurichten. Sie haben nicht geglaubt und erkannt, dass er ihr König ist. Außerdem haben sie den Zustand ihres eigenen Herzens nicht erkannt. Und weil sie nicht geglaubt haben, dass sie vor Gott schuldig geworden sind und einen Erlöser brauchen. Und drittens haben sie nicht geglaubt, dass sie Buße tun müssen. Und sie taten nicht Buße von ihren bösen Werken und sind nicht umgekehrt zu dem Hirten und Hüter ihrer Seele. Ganz im Gegenteil, sie haben überlegt und beratschlagt, wie sie Jesus töten können, und haben dies dann später auch getan. Von seinen Schafen heißt es allerdings, dass sie seine Stimme hören. Und hier sehen wir wieder die zwei Gruppen. Die einen, die zu Jesus gehören, und die anderen, die nicht zu ihm gehören. Und da stellt sich natürlich auch die Frage: Zu welcher Gruppe gehöre ich? Und ich selbst bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Als ich 16 Jahre alt war, hat Gott begonnen, mich zu ihm zu ziehen. Und ich habe begonnen zu glauben. Ich habe geglaubt, dass er auferstanden ist von den Toten. Ich habe geglaubt, dass er gelebt hat. Ich habe geglaubt, dass er die Wunder getan hat und dass er über das Wasser gelaufen ist. Und dennoch war ich nicht, wie Petrus es im ersten Kapitel beschreibt, wiedergeboren. Ich hatte noch nicht Jesus als meinen Herrn und Retter angenommen. Ich hatte trotzdem, trotz der Tatsache,
dass ich manche Dinge gedanklich oder im Kopf geglaubt habe, hatte ich sie noch nicht im Herzen angenommen. Als ich dann 23 Jahre alt war, das war etwa 7 Jahre später, bin ich dann in eine Krise gekommen und in dieser Zeit habe ich mich nochmal an Gott gewendet und dann ist er wirklich mein Hirte und der Hüter meiner Seele geworden. Und das zeigt sich auch für die Christen, an die Petrus hier geschrieben hat. Die waren erst gekennzeichnet davon, dass sie in die Irre gingen, aber jetzt sind sie umgekehrt und haben Ruhe gefunden für ihre Seelen. Und diese Ruhe können wir finden, denn wir können Jesus Christus vertrauen. Wir können ihm vertrauen, denn er ist der Fels in der Brandung. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist Gott, der Allmächtige, der Herr der Heerscharen. Er ist das Licht der Welt. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott. Er ist der ewige Vater, der Friedefürst. Er ist das Wort Gottes und er ist der König der Könige. Und die wichtigste Frage ist er mein Retter? Und ist er, nachdem er mein Retter geworden ist, der Hirte und Hüter meiner Seele? Wenn er dies geworden ist, dann brauchen wir weder Krise, noch Tod, noch Teufel fürchten, weil wir wissen, dass der allmächtige Gott sich unserer angenommen hat. Und genau das können wir auch sehen, oder ein Glauben, der in der Krise standhält, den können wir auch sehen am Ende der Bergpredigt, wo Jesus ein Bild uns gibt. Ich lese dir mal vor, Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte tut, erhört und sie tut, also der zu meinen Schafen gehört, um mal die Sprache dieser Predigt zu benutzen, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, als die Corona-Krise kam, da fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und der Fels ist Christus. Ein jeder aber, der diese Worte hört und sie nicht tut, der also nicht zu meinen Schafen gehört, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und ja, abschließend möchte ich sagen, dass ich nun selbst sehr dankbar bin, dass Gott mir eine Heimat im Himmel geschenkt hat und dass Jesus Christus mein Hirte ist, der die Kraft hat, mich durch die Stürme des Lebens zu führen. Amen. Seine Würde behalten können. Gott
Wir beten für die, nach denen keiner sieht, dass sie gefunden werden, gepflegt, gehegt, geliebt. Dass wir ihnen nachgehen und vorsichtig spüren lernen, was ihnen fehlt, damit sie sich wieder wohlfühlen können. In der Stille wollen wir das vor dich bringen, was uns im Moment persönlich bewegt. Treuer Gott, du bist unser Hirte. Behalte uns in deiner Hut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Vergesst nicht, die Welt braucht nicht Herren, sie braucht Geschwister. Brecht auf, setzt euch für das Leben ein, dann wird die göttliche Liebe mit euch sein. Es segne und behüte euch der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.